Also dann mal rein da. Und zing. Nee. Zwei Stück fehlen. Schade. Ja. Nächsten Rang kann ich auch nicht. Das kostet nämlich 26 Deeds. Also was ich machen könnte, ist die Kosten reduzieren. Aber nee, das will ich gar nicht. Schade. Dann halt Abby. Dich einmal transepten. So. Und dich betrinken lassen. Stinger könnte ich jetzt in die Gambling Hall schicken. Aber ich denke, das lasse ich mal und warte einfach bis zur nächsten Woche, damit ich ihn günstiger entstressen kann. Weil ich brauche ihn ja diese Woche direkt nicht unbedingt. Ich kann ja auch einfach einen anderen Tank benutzen. So spare ich mir dann 250 Gold. Was jetzt nicht nach so super viel klingt, aber ne, ich glaube, so zwischendurch ein paar Kleinigkeiten sparen kann sich echt auszahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte noch zwei Slots hier frei, also gucke ich mal, was wir da so haben. Ein Houndsmaster, den haben wir noch nicht. Den fand ich jetzt aber nicht so wirklich super dolle. Oder ich verwechsel ihn gerade mit irgendwas. Nicht verwechsel mit der Armbrustschützin. Den hatte ich ja in so einem kleinen Video zwischendurch mal vorgestellt. Den Armbrustschützen. Tagerüse. Trifft fast alles von überall. Das ist extrem praktisch. Markierung wäre dann auch für den Bounty Hunter. Und die glaube ich recht praktisch. Weil die haben Fähigkeiten, die machen mehr Schaden, wenn es hier markiert ist. Und du sorgst dafür, dass alles blutet. Ja, ich glaube, ich nehme den doch mal. Und du bist dann... Lex hatte ich noch nicht, oder? Nee, Fex hatte ich, aber kein Lex. Gut. Was hast du denn da? Du machst 10% Schaden weniger, wenn es zu dunkel ist. Und du kannst nicht so gut ausweichen. Das ist okay. Ja, komm mal mit. Komm mal mit, sage ich. So. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. Du machst 5% weniger Schaden und kriegst mehr. Wenn es ein anderer Leper gewesen wäre mit weniger schlechten Sachen, dann wäre das okay. Ein Crusader habe ich schon zwei, da brauche ich keinen dritten. Und einen Jester mag ich nicht so wirklich unbedingt als Klasse. Das heißt, es bleibt erstmal so. Trinkets. Einmal alle raus. Und ich würde gern wieder in den Wield. Auch wenn da bald der Boss kommt. Du, nimm mal alle raus. So. Ich würde gern wieder in den Wield wegen den Deeds. Damit ich auch die Rüstung bald aufstufen kann. Das heißt, ich schicke jetzt mal dich als Tank mit. Dich als Nuller-Held, damit du bald 1 wirst. Dann Penumbra als Heiler. Und ich glaube, ich nehme Hundemenschen da mal mit. Auch wenn ich jetzt zwei Nuller-Helden habe und es eine Medium-Mission ist. Ja, das ist eigentlich nicht gut, dass es Medium ist. Oh, Level 3? Nee. Hier, Short Apprentice. Das klingt, glaube ich, eher gut. Bringt jetzt zwar keine Deeds, aber dafür Porträts und Geld. Das ist okay. Oh, und den ich brauche kein Essen mehr ringen. Ist praktisch teilweise. So, aber jetzt erstmal ausrüsten. Und zwar euch. Trinkets. So, du bekommst. Mehr Prot, weniger Speed. Und. Ja, komm, wer den bekommt, ist eigentlich ziemlich egal. Ah, ne, du musst den hier noch bekommen. Dum. So, dann unsere Nuller-Heldin bekommt weniger Stress, weil Nuller-Helden in einer Dungeon ja ne, mehr Stress bekommen. Genauso wie 0 bis 2er Helden in einem 3er Dungeon mehr Stress bekommen. So wie ich das bisher zumindest sehen konnte. Den nehme ich auch nochmal dich mit rein. Damit du noch öfters triffst mit deinem Doppelschlag da. Dann kriegst du Blutungsresistenz, macht nicht so viel. Kriegst das nochmal dazu.
Und du kriegst Speed, damit du schön schnell dran bist, um zu heilen. Macht zumindest ansatzweise Sinn. Gut. Raus, raus. Euch beide aufstufen kann ich noch nicht, ne? Könnt höchstens die Fähigkeiten umstellen. Wicked Hack. Wo ist der? Ah, da. Barbaric Yarb 1. Das ist der Schreiangriff. Das ist richtig. Breakthrough. Das ist diese richtig schöne Gruppenattacke. Ist aber nicht freigeschaltet. Macht aber auch einen Self-Debuff. Das ist doof. Ja, dann nehme ich sie mit zum Stun, zum Schaden machen vorne und Blutung machen, zweite, dritte Reihe. Den Damage-Buff werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Kann aber Blight und Bleed selber heilen. Das ist sehr praktisch. Und der Hundemensch hatte schon die Sachen da drin, die überall alles treffen können. Stress hier plus 3, 65% Chance. Selbstheilung. Und eine Stun-Chance von 125% auf Level 0. Und eine sehr gute Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist auch nicht schlecht. Kann alle reintreffen, bis auf die letzte. Der ist doch ganz schön gut, die Klasse. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Provisions. Increases the Hound's Vigor for a short time. Ja gut. Ich werde nicht so viel Essen brauchen, weil es halt eine kurze Mission ist. Das könnte schon fast reichen, richtig? Ich denke, ja. Park. Und dann rushen wir jetzt durch, in der Hoffnung, dass wir die Helden schnell von 0 auf 1 bekommen. Und dann nächste Woche die restlichen Helden günstiger entstressen können. Und dann geht's wieder runter zu dem Deed-Gebiet. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Bücher fasse ich erstmal nicht an. Curious is the trapmaker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Blutung geht noch. So, bitte schön scannen. Scouten, genau. Wir müssen Kampfräume machen. Da ist ein Kampfraum. Also gehe ich jetzt dahin. Geh dann zurück, geh hier durch und dann zu einem der beiden Räume, wo dann der letzte Kampfraum ist. So umgehe ich auch die Mauer. Also ja, ich habe eine Schaufel dabei, also könnte ich durch die Mauer durch, aber vielleicht ist hier noch irgendwo eine weitere Mauer und das wäre dann doof. So, die Dinger wusste ich mal, was man mit denen machen musste. Aber dem ist jetzt nicht mehr so. Ich probiere mal. Also erstmal suche ich mir einen Schmierzettel. So. Und dann schreibe ich mir die Sachen jetzt auf, damit ich sie nicht mehr vergesse. Occult Scrawlings. So. Medicinal Herbs? Nein. Antivenom? Nein. Bandagen? Nein. Fackel? Nein. Einiges Wasser nicht. Okay, also mache ich kein Doppelpunkt. Holy Water. Herb. Anti-Venom. Bandage. Also soll man die einfach nur benutzen, oder wie? Oder man braucht die richtige Klasse. Was für ein Debuff ist das? Minus 20 Dodge. It's okay. So viel hatte sie eh nie. Du bist eine Falle? Ja. 60, 60, 80. Du bist dann eher der Dieb, hm? Also, du oder der Hund. Eins von beiden. So, Kampfraum. Oh, der Trommler. Trommler war doof. So, du sorgst dafür jetzt mal alle bluten. Okay, oder zwei. Oh, das konnte Krankheiten verursachen. Das war nicht gut. Scheint aber okay zu sein. Du mach bitte eine Heilung auf dich selbst. Egoistischerweise. Oh, Stress. Dagegen. Donk. So.
Schapp. Okay, du stunnt die beiden hoffentlich. Sehr schön. Als kleine Rache für den Stun. Du hältst den Zettel davor. Ja. Nächste wird angespuckt. Keine Krankheit. Dafür sehr viel Stress. Nicht nochmal Stun, sondern mach ruhig eine stinknormale Attacke auf den da. Mhm. So, du. Ist ein ganz normaler Angriff, der eine Blutungskomponente verursacht hat. Drin hat. 50% Damage. Wow. Ohne Knochen sind super. Okay, dann mach mal jetzt, wo du mehr Schaden machst, Schaden auf. Den da, und der ist tot. Krass. Du haust ganz normal. Kann ich Hundekuchen auch kaufen? Und das ist jetzt wirklich so eine seltene Sache, die ich jetzt nicht unbedingt verballern sollte am Anfang. Der ist tot, obwohl er nicht weiß. Okay, du hast leider keinen Schwanangriff, also kannst du nicht den hinten erwischen. Weißt du, buffst dich aber mal selber. Und du heilst den Hund. Samt Härchen. Du kannst von ganz hinten. Boah, sehr unfair. So, du hältst den Leichenzettel vor. Damit die restlichen hier hinten rankommen. Okay. Genau. Einfach ein ganz normaler Angriff auf dich. Und du wirfst noch eine Heilung hinterher. Nicht, dass er jetzt an dem Dodge sterben sollte, aber. Ich hoffe mal, dass er nicht so viel Schaden hat. Ach ja, hätte ich also doch den Blitzdings einen Angriff machen sollen bei der Priesterin. Oh, so, jetzt weg. Alles mitnehmen. Sehr gut. So, wieder zurück. Zum mittleren Raum, einfach durchrushen. Dann haben wir hier noch einen Kampf und hier können wir hoffentlich gleich scouten und dann schauen, wo was ist. Jetzt schon essen. Das kam unerwartet früh. Aber das kommt nicht wieder so schnell, sonst habe ich ein Problem mit Stress und so weiter. So, da haben wir einen Knochenhaufen. Bei dem Knochenhaufen hilft, glaube ich, das heilige Wasser, das wir nicht mehr haben. Das heißt, ich mache es einfach mal so. Blutdürstig. Faszinierend mit Verwundungen, Wunden und Folter. Also öffnet sie jetzt jede eiserne Jungfrau? Keine Ahnung. Mal Licht bitte. So, Kampf incoming. Mhm. Surprise. Sehr schön. Dann sorgen wir doch mal für Blut. Oder auch nicht. Schaden. Und ein Schreistern. Ja, gut. Du haust den hinteren. Weil die ja eh beide gestunt sind. Mhm. Doppelkotz oder wie? Okay, du machst bitte Blut. Jetzt aber. Also. Haust ihn auf, dass er gleich totblutet? Tut er nicht. Okay, aber dann kann er wenigstens Zettel vorhalten und beide sterben auf einmal. Ist auch okay. Du kannst nichts machen. So.